So, willkommen zurück zum zweiten Teil des ClickUp-Tutorial-Serie. Ich hoffe, es wird noch ganz viel dazu geben. Erster Teil war so ein bisschen Intro. Zweiten Teil wollte ich euch einmal zeigen, was ich hier für eine Ordnerstruktur angelegt habe. Einfach, damit man ja mal ein bisschen Überblick hat. Und es ändert sich ab und zu noch. Wir machen noch mal ein paar Sachen ab und zu ein bisschen anders, aber dass man es einfach so ein bisschen verstehen kann. Gleichzeitig auch versteht, wie ich Mipreneur Club meine Inhalte organisiere, und das ist sehr, sehr spannend, weil das ist eigentlich das, was das Business wirklich voranbringt, und da gerne auf mipreneur.de/club gehen. So, wir haben hier erstmal das Thema Sichtbarkeit. Da sind, oh, wie gesagt, alle Sachen drin, die tatsächlich das Thema Sichtbarkeit betreffen. Da kann man noch ein bisschen mehr machen. Da sind zum Beispiel Links drin, die wir alle nutzen können. Ich gehe jetzt mal auf den List View, ne, dass man weiß, wo sich alles befindet, wo ist die Pressemappe, wo ist das Media Kit, wo kann man zum Beispiel hier so einen Sneak Peek im Mipreneur Club finden, wie kann man sich für die Mi School nochmal anmelden. Uplevel gehört hier noch rein, sehe ich gerade. Wo findet man unsere ganzen Freebies? Und dann seht ihr auch zum Beispiel hier bei dem E-Book Gründerskills habe ich auch hier direkt den Link to E-Books drin. Das heißt, wir gehen hier direkt drauf, und dann könnte man direkt das E-Book Gründerskills eben auch sehen. Und dann haben wir hier Instagram, da gehe ich jetzt nicht so. Obwohl, das kann ich eigentlich auch zeigen. Aber das sind die ganzen Instagram-Kandidaten, die wir angesprochen haben für unsere Aktion Behind My Brand. Und da ist das Instagram Q&A. Das ist momentan, sieht man da noch nicht so viel drin. Ich wollte auch, warum hier Aktivplanung und Bearbeitung zur Kontrolle ist. Das gehört eigentlich raus. Das heißt, die Statusgeschichten kann man hier mal ändern. Aber das heißt, ich gehe hier mal drauf auf. So, das kann nämlich dann eigentlich weg. Und nicht Space Status, sondern nur Custom. Dann könnte man nämlich hier rein theoretisch diesen einen Status ändern. Aber hier wollen wir auch in Zukunft planen, dass ich auf Instagram Fragen erfrage und die auf YouTube beantworte. Das kann man, soll dann hier abgedeckt werden, weil das ja auch ein Part für die Sichtbarkeit ist. PR sind die ganzen Pressesachen, wo sind wir überall und sowas alles. So, dann haben wir den Content-Kalender. Da habe ich ihn in verschiedenen Unterpunkten aufgebaut. Da gehen wir auch nochmal ganz detailliert drauf ein. Management, Ideen, Production, Uplevel und Vlogs. Vlogs, da habe ich jetzt noch so ein paar Sachen hier drin, ne, was ich alles noch machen möchte als in Vlog-Style, aber eigentlich brauche ich da nichts. Aber ja, Uplevel sind eigentlich immer die Part, die können hier runter. Uplevel ist immer, wenn ich irgendwas etwas neu machen möchte. Wir müssen jetzt den Namen ändern, weil ja tatsächlich jetzt das neue Premium-Programm vom Mipreneur Club Uplevel heißt. Deswegen wird Uplevel im Content, also im ClickUp, in Zukunft Level Up heißen. Das heißt aber einfach nur alle Verbesserungen, sowas alles. Das ist immer unter dem Ordner Uplevel oder später Level Up. Und Management, wie gesagt, wir gehen hier nochmal drauf ein, ist dann einfach, was offen ist, was Templates sind. Also hier zum Beispiel die SOPs sind eigentlich die Templates. Na, also wie wird der Einkommensbericht gemacht? Wie wird es in HubSpot hochgezogen? Wie wird das Video hochgeladen? Da kann man hier direkt das komplette SOP dazu sehen. Was ist gerade in der Konzeptphase? Was ist schon recorded? Was kann gescheduled werden? Was wird hier gerade wiederverwendet und was ist geschlossen? Das ist aber das Management. Production ist das, wo ich eigentlich jetzt gerade drin bin. Das heißt, hier haben wir To-Dos, Ideen, Pre-Production, in Progress, aber Post-Production. Also das heißt, ich will hier nicht so viel drauf eingehen. Wir machen nochmal ein komplettes Part mit dem Content-Kalender. Aber das ist einfach gerade mal so aufgebaut. Und hier zum Beispiel kann man auch das noch hier anlegen. Und das kann man in jedem Board eigentlich selbst anlegen, dass man hier noch Felder anlegt. Das heißt, ich kann mir als Felder diese Felder suchen, die kann ich in jeder Aufgabe anlegen. Das heißt, ich kann Datum hinterlegen, Dropdown, das ist zum Beispiel sowas hier wie Kategorie, Labels, Progress, sehen wir auch in verschiedenen Listen gleich, Checkboxen, ein Formular ist eine, ach Gott, eine Formel, Files, Text Area, Money, Geldbetrag zum Beispiel, ne, Ratings, das kann ich mir alles als in den Feldern anlegen, und dann kann ich die hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Field, Part der Kategorie heißt, und das sind die Kategorien, die wir in den Contentplan nehmen, und die kann ich dann immer hier auswählen. Und ich habe zum Beispiel auch einen, die mit filmt, und dann gehe ich auf Recorded oder nicht Recorded. Und das kann man bei jedem Tag machen, deswegen sind hier diese YouTube und Blog und sowas dahinter. Und wenn ich das aber rein theoretisch nicht sehen wollen würde, kann man auch hier sagen, okay, ich will die Assignees zum Beispiel nicht sehen, ich will die Images nicht sehen, und Card, da hinten sieht man das auch.
dass hier auch die Images dabei sind, etc. Das kann man so ein bisschen personalisieren. Genau, Blogs und Uplevel. Dann und Ideen ist geschlossen, da packe ich einfach alles rein, was ich gerade so für Ideen habe. Social Media haben wir das gleiche, den Aufbau, Management und To-Dos. Hier haben wir auch immer alles, was offen ist, was im Konzept ist, im Progress und was fertig ist. Hier, das macht das Team, die ganzen Stories hier planen, complete. Man merkt, dass ich mit den Stories nicht so richtig hinterherkomme, ne? Sonst würden hier so ein paar mehr sein. Wir lassen es immer absichtlich bei Complete noch drin, weil wir auch sagen, okay, dann können wir vielleicht ja, das nochmal in Zukunft verwenden, etc. Hier zum Beispiel war, ach ja, cool. Ha, haben Sie das schon gepostet? Ja, war zum Beispiel, sieht man auch, also hier war zum Beispiel eine Grafik drin über die YouTube-Umfrage. Wenn das gepostet wird, können wir das auch nachhaken, wie das angekommen ist. Weil wir immer noch überlegen, ob wir einen Business-Kanal komplett machen oder ob wir das, ja, sag ich mal, mit dem Lifestyle lassen. Dann kann man hier sehen, dass das Team auch zum Beispiel schon kommentiert. Genau, und deswegen fühlst du dich erfolgreich. Also so ein paar Sachen lassen wir hier einfach drin, um zu schauen, auch wie sind später die Statistiken und sowas alles. So, dann haben wir hier Posts. Das macht auch das Team. Hier sind zwei Listen, List und Channels drin. Kann man immer schauen, also wo man vielleicht draufgehen möchte, was man sich angucken möchte. Man kann jetzt in Board das zum Beispiel auch sehen. Also ich bin bei manchen Themen ein Board-Fan, bei manchen Themen ein List-Fan. Man sieht zum Beispiel hier die Tooltips, die jetzt auch alle auf YouTube kommen werden. Und hier sieht man, dass hier halt auch, das sind diese, also mit Progress und Kategorien, das ist der Part. Wo haben wir das hier zum Beispiel? Hier. Wo man hier diese ganzen Sachen komplett neu planen kann. Und das finde ich super übersichtlich, weil dadurch hat man hier, also das ist das Thema, dann hat man hier den Assignee, also wer sich darum kümmert, und kann das hier auch, wenn hier alles täuscht, ändern, dass es ein bisschen mehr reinrückt, genau. Hat dann hier das Datum, kann sagen, okay, das ist ein Podcast, das hier ist ein Blogartikel. Das hat sich jetzt noch ein bisschen wieder geändert, weil wir ja gerade gesagt haben, wir wollen, zum Beispiel, sechsstellige Abendroutine ist ein YouTube-Video geworden. Also kann das jetzt hier eigentlich auf noch nicht mal mehr Blog, sondern nur auf Add New Field YouTube. Und tatsächlich müsste man dann auch sagen, okay, man müsste noch einen Part machen, der YouTube und Podcast heißt, weil das wird jetzt ein YouTube und ein Podcast-Part werden, aber egal. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, das ist doch kein Podcast, das ist jetzt hier. Warum hat es nicht gespeichert? Okay. YouTube. Bitte speichern. Wieso geht das nicht? Okay. Darf ich nicht? Ja, verstehe ich. Egal. Dann haben wir hier Progress. Und da kann man halt gucken, wenn man zum Beispiel jetzt mal den Part nimmt. Und ich habe jetzt hier unten Filmen, Hochladen, Einplanen und Promoten. Und machen das wahrscheinlich dann mit mehreren Leuten, ne? Und ich klicke das jetzt hier alles ab und gehe auf Closed. Oh, Closed. Und keine Ahnung, Closed. Dann sieht man hier, dass sich der Progress verändert. Grafik erstellt. Das ist eigentlich das Gleiche, wie das, was hier in Progress ist, aber die haben es ein bisschen auseinandergezogen und dann kann man das hier rein theoretisch auch so machen. Kann dann sagen, ja, ist veröffentlicht und dann ist das Thema eigentlich irgendwann auf Complete. Also das managt das Team. Schön angelegte Liste. Progress kann man dann meistens rausnehmen. Ideensammlung haben wir auch noch ein paar Sachen. Und dann haben wir hier chrismikus.de, das ist die Webseite, die ein bisschen überarbeitet werden soll und vor allem auch, was da überarbeitet werden soll. Due Date, wir sind da ein bisschen hinterher, weil wir uns dann noch ein bisschen umpriorisiert haben. Datenschutz, also das sind alle Sachen, die hier gemacht werden sollen. Und da hat man auch genauso genau das hier drin. Da müssen ein paar Sachen abgedatet werden. Und deswegen habe ich den Text einfach mal komplett reingepackt. Und dann kann man auch sagen, hier Review, Design, wo sind wir da gerade, wie viel Zeit kostet es, wie ist die URL, hier kann man Notizen hinterpacken. Und ja, man sieht hier, wie gesagt, ich bin jetzt hier oben in chrismikus.de komplett. Und er zeigt mir Supporting Pages, so das hier, Other Pages, das hier, Product Pages, das hier. Mipreneur Summit, das haben wir für nächstes Mal, wenn es im November das Mipreneur Summit wieder gibt. Könnt auch gerne da auf mipreneur.de/summit gehen, könnt ihr euch da schon für anmelden. Den Promotion-Kalender, da haben wir auch mal so Holidays reingemacht, die wir vielleicht dann versuchen zu planen. Und da werden wir auch wieder gucken. Promocode, Aktion, also was wollen wir da vielleicht planen?
Im Pain Tracking, das sind die ganzen, ja, ich habe es, mache es mal lieber als Beispiel so, als Liste. Hier sieht man das nämlich. Also, wie viele Kampagnen, welche Kampagnen planen wir, wie viel Budget haben wir dafür, wie viele Impressions, Klicks, Conversion Rate, Cost per Conversion, wer ist die Audience, welcher Channel ist das hier. Also, das ist extrem cool, dass man wirklich so die Kampagnen auch tracken kann. Mipreneur.de, das sind einfach nochmal so Optimierungen, die wir auf der Mipreneur.de-Seite vornehmen. Das ist so der Marketing-Ordner. Sales-Ordner, da zum Teil können wir hier rein, zum Teil aber auch nicht. Zum Beispiel das Mipreneur-Quiz ist ein Part für die Quizze. Unser Partnerprogramm, da muss man ein bisschen die Datenschutzgeschichten bei einem so ein bisschen dran denken, deswegen geht das nicht. Tracking, werden unsere ganzen Zahlen getrackt. Dann gibt es den Mambo-Club und den Mi-Club. Operations ist für mich alles, was intern im Club sozusagen passiert. Das heißt, was kann man denn davon mal zeigen? Bei MiPlanner zum Beispiel, ja, da sieht man das hier auch. Hier sind Verbesserungen, Tutorials, die Phasen, die im Club sind, Mi Basics, Tasks, Contentplan, ne? Und das ist das Upload-Programm, das neue, was launcht im September, vielleicht auch nochmal im zweiten Beta-Launch launcht. Und hier sind auch zum Beispiel Sachen regelmäßig Feedback in Airtable checken und das Zeitmanagement-Modul freischalten. Also Amazon Shop, da wird der Mi Planner ja verkauft, unter anderem auch bei Shopify. Müsste man vielleicht nochmal sagen, dass man hier eine Liste anlegt. Shopify, mache ich mal eine Liste. Shopify, und nicht Shopify, sondern Shop. Shop, wie. So, und dann ist jetzt diese Liste da. Und dann könnte man rein theoretisch auch sagen, okay, ich kann jetzt hier auch noch Passwörter, Login-Daten, keine Ahnung, sowas auch hinzupacken. Und man kann hier auch Farben hinzumachen. Ich mache es meistens so, dass derjenige, der sich um die Liste kümmert, hat die Farbe. Das heißt, ihr seht das hier, das kann man selbst definieren. Amazon Shop macht zum Beispiel, mache ich jetzt, deswegen ist das Chris. Und dann gibt es bestimmte, was Nadine macht, was Tina was S gemacht. Und dann kann man sagen, okay, Plan to Focus, darum kümmert sich Tina immer, also ist das gelb. Das heißt, da kann ich direkt sehen, das sieht Tina nicht, aber ich kann direkt sehen, ah ja, das ist eine Aufgabe, da muss ich immer schauen, ob sie das regelmäßig erledigt. Wenn ich möchte, dass sie das sofort sieht, kann ich hier auch sagen, okay, ich packe sie hier rein. Und dann kriegt sie automatisch dann die Benachrichtigung, dass sie sich um diese Liste kümmern soll. Dann kann man wieder bei Operations auch komplett machen in dem Operations-Bereich. Also wie gesagt, hier sind auch die Modulplanung vom Club, Customer Care, sind wir jetzt hier am Aufbauen. Sichtbarkeit Creation gehört fast, da sind wir halt immer noch überlegen, wo es reingehört, ob es manchmal eher in Marketing gehört oder ob das jetzt hier, ja, kann auch in Operations gehören, aber das sind jetzt hier auch so ein paar Freebies von uns wieder, Roadmaps. Hier ist meine To-Do-Liste drin und hier ist unsere Mipreneur-App. Und die gehört meines Erachtens eigentlich unter Community, aber hier muss ich nochmal ein bisschen schauen, weil das sich das Team selbst angelegt hat. Aber hier sieht man zum Beispiel, was in unserer Mipreneur-App erstellt wird. Also das ist hier der Contentplan. Live-Meeting, Live-Video, Text und Bild fertig. Also das managt das Team eigentlich komplett selbst, deswegen will ich hier auch nicht reingrätschen, wie die das hier zum Beispiel bei uns in der App handeln. Falls jemand das nicht weiß, wir haben eine Mipreneur-App. Da ist die Community vom Mipreneur Club, da kann man aber auch kostenlos mal reinschauen. Und man hat halt nur andere Zugriff auf andere Inhalte, wenn man Mitglied im Mipreneur Club ist. So, dann haben wir Mipreneur HQ. Und das sind dann eher. So. Kann ich ja gar nichts hier zeigen. Mist. Aber soll man so wenigstens mal zeigen? Ja, das sind sozusagen meine ganzen Inhalte, die eher so Admin sind und die man halt als CEO sozusagen macht. Und Tutorial Resources, das sind so Sachen fürs Team, wenn wir neue Teamleute onboarden, wo die ganzen Ressourcen finden. Team Info ist für mich, die ganzen Infos fürs Team. Team Growth ist unser Team Meeting und die Ziele, die die Mitarbeiter unterschiedlich haben. Management HQ Products, das sind halt die ganzen Admin-Sachen, wo ich mich drum kümmern muss, da auch so langweilige Sachen mit Buchhaltung machen, zum Beispiel. Ein Part noch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Operations bin, kann ich hier sagen, ich möchte hier noch ein View haben. Und das kann dann hier zum Beispiel wirklich auch ein Chat sein. Das muss man immer nochmal neu hinzufügen. Das heißt, ich kann dann hier zum Beispiel sagen, ich möchte hier den Chat hinzufügen und nenne das hier unten My Team. Und damit sprechen wir dann über den ganzen Part Operations und nicht über einzelne Listen. Ich kann hier auch in dem Gantt Diagramm, wenn man das halt sehr, sehr gut pflegt, dass man halt die Deadlines hier sozusagen drin hat. Im Marketing haben wir es mit Sicherheit besser, sehe ich gerade. Nicht hier mal ein Gantt-Diagramm reinsetze.
Ja, dann sieht man hier genau, wann was geplant ist. Kann auch hier Activities reinsetzen, dass man zum Beispiel sehen kann, wer was erstellt hat, wer was, ne, wo gerade dran arbeitet. Der Part, wenn man jetzt sagt, man muss Control Freak sein, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Embedded finde ich auch nicht so schlecht. Das heißt, man kann hier auch YouTube URLs und sowas alles reinmachen und kann dadurch auch sagen, okay, hier haben wir zum Beispiel hier immer die wichtigsten URLs drin. Aber ich befürchte, lasst euch überlegen, wenn man eine URL macht, dann hat man immer nur das eine halt da drin und nicht irgendwie so eine Übersicht von allen Dingen. Eine Form kann man auch draus machen. Auch nicht schlecht. Cool. Noch nie gesehen, weil ich dafür, wie gesagt, Airtable nutze. Na, guck mal. Task Name, Enter, Priority. Ah, seht ihr mal? Guck mal. Due Date, Attachment. Wie kann man die jetzt sharen? Okay, ich die jetzt kaste, das wäre schon wieder ein Grund, warum wir auf Business upgraden könnten. Und das heißt, da muss ich jetzt, Viewform. Da müsste ich jetzt mal einen Kommentar hinmachen. Wo kann ich hier das kommentieren? Und überlegen, ob das nicht eine Alternative wäre, dass wir bestimmte Sachen, die wir jetzt in Airtable machen, wie zum Beispiel die Fragen für den Mipreneur Club und sowas, ob wir das nicht hierhin packen wollen. Wie mache ich das am besten? Ich gehe hier auf Chat. Ach, das ist ein geniales Tool. Und sage, wollen wir nicht die Forms nutzen? Klick auf Nutzen. Und das kommentiere ich und damit ist es eigentlich schon mal im Team. Mal gucken, wer antwortet. Aber so früh hoffentlich noch gar keiner, sonst kriegt das Team Ärger bei mir. Ja, das war so ein bisschen Überblick über meine unterschiedlichen Bereiche. Wie gesagt, wenn du Mitglied im Mipreneur Club bist oder wirst oder ja, sein kannst in Zukunft, dann wirst du auf diese ganzen geheimeren Ordner auch Zugriff kriegen oder beziehungsweise ich werde dir erzählen, was ich da alles drin habe. Denn ja, gerade Uplevel kriegt alles mit. Premium kriegt nur so viel mit, wie es für den jeweiligen Status relevant ist, damit sie nicht überfordert sind. Weil, wie gesagt, wenn man alles versucht am Anfang umzusetzen, ist man ein bisschen überfordert. Aber ich würde dir einfach empfehlen, dass du anfängst und schaust, guck mal, man kann zum Beispiel sagen, man macht einfach einen Space-Namen und fängt einfach an, hier den Space ne, anzulegen. Oder man kann sich auch Templates, wir machen mal einen Test-Space, ne? Wir machen jetzt mal einen Test-Space. Dann kann man sagen, man gibt diesem Space auch eine Farbe. Gibt dem ein bestimmtes Icon, habe ich ja hier schon gewählt. Guckt dann, ob man das für die komplette GmbH, also für den kompletten, fürs Team nimmt oder was man privaten macht. Das heißt, ich kann auch sagen, ich mache ein, das ist zum Beispiel etwas, was ich bei mir in Dropbox habe. Da werde ich dir aber nochmal ein Tutorial zu machen, vielleicht. Aber nee, es wird eher im Club das Tutorial werden. Was die Rolle eines Visionärs ist in meiner Firma. Und dann sage ich jetzt, okay, ich mache jetzt hier, also Visionary ist privat, weil hier sind einfach nur meine ganzen Ideen und Parts drin. Mal im Grün, so, schöner aus. Und dann gehe ich Next und dann möchte ich es wirklich privat haben, kein People dazufügen. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch sagen, okay, wie sollen die Templates sein für den Status, ne? Also diesen Board View sozusagen. Man kann das immer noch später ändern. Hat dann hier zum Beispiel Onboarding. Na, ist zum Beispiel der Plan, den ich immer allen Mitgliedern, also neuen Mitarbeitern auch vorgebe, 30, 60, 90 Tage Informationen. Das kann man hier alles selbst entscheiden, wie man das haben möchte. Das klassische ist Template, nee, das klassische ist das Scrum, Pending, in Progress, Complete, in Review, Accept, Reject, Blocked. Kann man aber selbst entscheiden, wie man das machen möchte. Ich mache es jetzt mal so und dann kann ich sagen, Turn off all Click-Apps. Und die Click-Apps würde ich niemals ausschalten, denn die Click-Apps machen eigentlich Click-Apps so interessant. Das heißt, hier sind die Prioritäten. Die Custom Fields, Time Tracking brauche ich jetzt aber nicht. Incomplete Warning, auch mega cool. Remap, Subtest, Due Dates, Milestones, Tags, Assignees. Und da kann man sozusagen alles ne, überlegen, was man halt da drin haben möchte. Dann kann man auch hier Templates machen, wie man die Ansicht haben möchte. Also, was soll eigentlich die Hauptansicht sein? Listen oder Board?
Activities oder Gantt-Diagramm oder halt die Map, da bin ich mal gespannt. Und dann kann ich den Space reviewen, gucke mir alles an und dann kann ich ihn anlegen. Mache ich jetzt nicht, weil ich ihn nicht brauche. Das ist der Part zu den Spaces. Und noch ein kleiner Tipp, wenn man jetzt hier zum Beispiel sagt, okay, das ist ein bisschen tricky zu finden, das vergesse ich immer wieder, aber man ist in einem Space drin, dann geht man hier auf Plus und dann gehe ich auf Templates und dann sehe ich hier die ganzen ClickUp-Templates. Und da kann man zum Beispiel Getting Things Done. Und dann guckt man hier drauf, oh, Next Actions, Kalender, Waiting On. Und das wird alles dann schon für ein komplett Remote Onboarding. Das ist cool. Das ist neu. Seht ihr mal, muss ich gleich bei mir einfügen. Wir haben einen Onboarding-Plan, aber keinen Remote Onboarding-Plan. Ja, dann kann ich rein theoretisch hier, ich mache das jetzt mal, obwohl das gehört eigentlich hier hin. Machen wir jetzt mal hier. Plus Templates. Clicker-Templates. Andere mal meine. Remote Onboarding. Use Template. Und dann Folder created. So, habe ich alles drin. Muss ich schnell zumachen. Collaborating with Task. Organizing with the Hierarchy. Collaborating with Task. Ach, guck mal, geil. So eine komplette Beispiele drin, was man dazu braucht, dieser Guide. Schön. Okay, Weekly Team Goals. Das kann ich gleich mal meinem Team zuordnen, dass sie sich darum kümmern können, dass das immer geprüft wird und eventuell angepasst wird für uns. Und dann hier zum Beispiel kann man so einen Guide, ach schön, wird dir so einen Onboarding-Guide machen. Richtig cool. Finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist aber kein Onboarding richtig, sondern das ist eher. Ja, wir gucken mal. Wir werden es mal zuordnen und schauen, ob wir das anfangen können. Ja, das war der zweite Teil. Also, es war so ein bisschen die Führung durch meine Spaces in ClickUp. Im nächsten Teil geht es um das Thema Notizen vielleicht, ne? Notizen, To-Dos. Und dann machen wir das Thema Contentplanung.